Folge Nummer 38 von Avorion. Ja, der Thomas Stehler hatte mir geschrieben, Konsens ist im Endeffekt, kauf mal eine Karte und pass auf deine Miner auf, dass die bauen, vor allem mit Naonet-Lasern, weil wir sonst keine Naonet aufbauen können. Und sieh zu, dass du in die Mitte kommst, damit du dann ein bisschen besser wirst, bessere Materialien kriegst, damit du Piraten und Bossgegner machen kannst. Das würde ich jetzt mal so überschlagen. Ja, gut, ich muss dann noch in ein Depot vom Miner 3 gucken, hatte er mir geschrieben. Oder der, wo der Miner 3 ist, da müsste vielleicht, habe ich da was verkehrt gemacht. Da ist der Miner 3, der könnte da im Depot noch Ressourcen haben. Das ist die Frage. Zurzeit ist er da. Jetzt müsste ich nur gucken, dass ich das dann erledige, ne? Jetzt habe ich es wahrscheinlich dann geschafft. Nee, da solltest du nicht hinspringen. Du solltest, wenn, da hinspringen. Das hat ja wieder gut geklappt, ne? Nee, meiner 3 bitte einmal und meiner 3 soll da einspringen. Weil da gibt es ein Depot und da gucken wir jetzt erstmal rein. So, Strategie. Falsche Taste erwischt. Nee, irgendwas war doch falsch. Ressourcendepot. Dann da raus, dann da rein und dann gucken wir mal, was hier drin ist. Hier ist aber alles wohl leer. Ist nichts mehr drin. Bin ich hier richtig? Nein, ich bin hier überhaupt nicht richtig. Ich muss erstmal in das Schiff springen, damit es auch klappen kann, ne? Das hat ja wieder gut geklappt, nämlich. So, der ist schon an der richtigen Stelle, aber ich muss da einen Sektor wechseln. Machen wir erstmal einen Sektor wechseln. Das Schiff hätte ich auch laufen lassen können. Naja, jetzt ist egal. Lass so laufen. Haben wir falsch gemacht, wissen wir jetzt. Dumm gelaufen, ne? So, jetzt sind wir hier im Sektor drin. Ich würde gerne aus der Karte raus. Ja, das ist das Schifflein. Wir gehen hier und gucken dann natürlich in dieses Ressourcendepot. Und da sind noch Erze drin, so sieht's aus. Du musst an die Station gedockt sein, um Erze zu raffinieren. Ja, genau. Ist das hier? Nee. Das ist es. Dann fliegen wir da mal schnell hin. Obwohl, warte mal, wir machen das anders. Wir müssen erstmal... Achso, wir sind ja in das Schiff reingesprungen. Nee, dann machen wir das nicht anders, dann passt das schon. Ja, ich weiß gar nicht, dann kann ich das jetzt gar nicht so beurteilen. Fällt mir gerade so auf, weil ich ja in dem Schiff drinne bin. Ob da jetzt Erze waren, ist eine andere Frage, ne? Nee, das kann ich so nicht sehen. Egal. So, docken. Ich glaube, ich habe mal gerade so nebenher gekratzt, ne? Hat ja gut geklappt, oder? Ist ein Dockingport da. Sehr interessantes Raum, eine sehr interessante Raumstation, ne? So, Traktorstahl an, dann ist alles gut, ne? So, jetzt machen wir das mit Hand, oder wie ist das, hä? Nur mit Hand wäre richtig gut. Mal einen Doppelklick und dann alles rüber. Das wäre jetzt der entscheidende Punkt. So, das läuft, oder? Geht es so schnell? Oh, geht wohl so schnell. Dann sind wir da durch. Gut. Bisschen von der Station weg und wir müssen jetzt wieder in unsere Drohne. Ja, wir sind noch irgendwo anders angedockt. So, oh. Jetzt aber arg erwischt die Drohne. So, jetzt gehen wir auf die Karte. Und sind jetzt beim Miner 3 mit unterwegs. Der soll Naonet neue Enzyklopädie freigeschaltet. Okay.
Der soll dahin fliegen. Dann soll er abbauen. Dann soll er hierhin fliegen. Und dann soll er Ressourcen verkaufen. Wo ist das? Erz raffinieren, so. Und dann soll er wieder zurückspringen und das Ganze nochmal machen. Die Lady, die hat mich verwirrt, hat er Thomas geschrieben. Da läuft aber erstmal alles. Die lasse ich jetzt auch laufen. So, jetzt bin ich hier in meiner super kleinen Drohne. Und, warte mal, wir müssen hier nochmal gucken. Antigraf, Teleporter, alles nichts, was wir jetzt brauchen. Nee. Da waren nur Asteroiden, die jetzt abgebaut werden. Da ist ein Handelsposten. Gut. Hier ist die Lady zu Hause. Dann springen wir doch mal in den Sektor. Ja. Nicht in die Lady rein, die soll weiterarbeiten. Wir wollen nur reingucken, was da los ist. Gut, dann einmal aus der Karte raus. Wo sind wir hier gelandet? Ressourcendepot ist es hier auch. Sehr schön. Jetzt gucke ich da doch mal gerade rein, oder? Ich habe nichts, ist klar, weil ich in dieser Drohne unterwegs bin. Wo ist er am Arbeiten, die Lady? Da. Sieht auch so aus, dass die noch was tut. So, was haben wir hier? Handelspostenreparatur. Okay, hier war jetzt nichts für mich Interessantes. Aber wir haben alles das, was ich wollte, gemacht gerade. Wie wir gerade auf der Karte, auf der Strategiekarte gesehen haben, hier sind jetzt Höhenlinien. Seht ihr das? Da sieht man, ob was höher und was tiefer ist von diesem Raster. Sehr schön gemacht, ne? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte. Okay, wir sind da durch. Gehen wieder auf die Karte. Und den Sektor wechseln. Gehen wir mal dahin. Na, Ladebildschirm. Dauert länger. Sind aber doch noch dran. So, wir sind hier wieder gelandet an, was ist denn das? Wieder ein Ressourcendepot tatsächlich. Wir landen immer an Ressourcendepots. Sehr interessant. Wo ist unser Schiff? Da unten. Und ist auch wunderbar am Arbeiten. Sehr gut. So, was haben wir hier? Nichts von Bedeutung. Wir sind aber schon mal gut unterwegs. Karte. Ah, jetzt sehen wir hier auch noch einige Blips. Die sollten wir jetzt mal markieren, ne? Man muss immer reinspringen. Das hat der Thomas auch geschrieben, ne? Das habe ich wohl letztes Mal nicht so favorisiert. Hier war auch noch einer, oder? Ja. Da ist noch was. Da ist auch noch was. Ich glaube, jetzt haben wir sie alle, oder? Sehr gut. So. Jetzt müssten wir eigentlich gucken, dass wir schauen, wer hier in der Nähe ist. Der hat ja noch Wege sozusagen da. Der Discover, den hole ich jetzt mal hier runter. Weiß zwar nicht, ob wir hier jetzt schon waren. Ich glaube, da waren wir schon, ne? Aber das ist jetzt auch nicht so wild. Wir können das ja. Ich dachte, wir können da mal gerade vorbeifliegen. Dem ist aber wohl nicht so. Okay, da sind Piraten. Fliegen wir da mal nicht hin.
So, so. Ich weiß jetzt nicht, ob die beiden Stellen noch dazugehörten, aber wir fliegen sie einfach mal ab. Gut, das haben wir. Der springt wie wild durch die Gegend. Jetzt müssten wir eigentlich gucken, dass wir hier hinkommen. Machen wir mal einen Sektor wechseln. Oh. Und da haben wir ganz viele Blipse wieder hier. Das ist schon mal sehr schön. Also die Haltestelle war hier. Da gibt es auch noch was. Da. Dann da. Da. Sektor markieren. Da auch noch mal. Da. Und dort. Ich glaube, jetzt haben wir alles, ne? Gut, das bedeutet er hier wird uns jetzt erstmal hier alle abfliegen, die wir hier haben, ne? Hm, hat gut geklappt gerade schon. Nein, wir müssen Shift-Taste drücken und dann die linke Taste, oder? Oh. Ich glaube, ich muss den ersten so setzen. Nein. Warum will der nicht? Ich sitze da drinne. Kann das denn jetzt sein? Ich bin noch nicht in das Schiff gesprungen. Ich bin noch in den Sektor gesprungen. Oder habe ich da was vertan? Tatsächlich bin ich da drin. Ich wollte aber nicht da reinspringen. Ah. So. Reiter 1. Wo ist ein Discover? Ach, gerade noch so auf der Karte, alles klar. Dann geht's mit ihm los. Hierhin, dahin, dorthin, 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 dort, dort. Oh, geht sogar bis dahin, krass. Sehr hohe Reichweite, dieses Schiff. So, und erledigt. Raus da. Und weg ist er. Gut, der hat auch was zu tun. So, das wird erkannt. Hier ist der Discover unterwegs. Der Miner meint noch. Und Reiter 1 ist auch beschäftigt. Das bedeutet, wir müssen nochmal größer auf die Karte. Die Lady ist beschäftigt, richtig. Miner 1 ist beschäftigt, Miner 3 ist beschäftigt und Reiter 1 ist wo? Da oben, okay. Das heißt, ich möchte jetzt hier oben hin. Das ist mir immer zu heikel, dass ich da irgendwas abbreche gerade, deswegen mache ich das anders. So, jetzt ist noch die Frage, okay, er ist ja jetzt hier auch unterwegs oder kann unterwegs sein. Hier haben wir ja genug Blipse. Jetzt ist nur die Frage, das hatte der Thomas ja geschrieben, ob es hier, hier gibt es gerade keine, ach so, wir sind, super. Warte mal.
Nochmal die Karte. Wo bin ich mit meiner Drohne? Da bin ich verkehrt. Da will ich ja gar nicht hin. Ich möchte ja hier hin. So, jetzt springen wir erstmal. Das normale. So, in Sektor wechseln oder ein Schiff in Sektor wechseln? Nein, ich möchte in Sektor wechseln. Der sollte jetzt nicht in das Schiff reinspringen, sonst ist da was kaputt. Und ich bin doch ins Schiff gewechselt. Okay, dann ist das so. So. Und jetzt müsste man mal schauen, ob es hier Naonit gibt. Also so rein optisch sehe ich noch nichts. Ich tapp mal einfach hier durch die Dinger durch, was in der Nähe ist. Hier ist vielleicht sogar alles schon abgearbeitet. Da war Titan. Nicht zu raffinieren, okay. Die Meldung kommt jetzt hier unten rein von meiner 3. Okay. Das ist doof. Warum hat meiner 3 jetzt nichts zu raffinieren? Hat er auch nichts abgebaut. So, jetzt geht's los hier. 77 Asteroiden und 1100. Asteroiden ab. Nix abwracken. Schief gelaufen. Meiner 3 bitte wieder. So, das machen. Da gibt es kein Depot. Das gibt's da. Flieg also dahin. Bring das da weg. Und flieg da wieder zurück. Und das Ganze sollst du noch wiederholen. So, jetzt müssen wir nur gucken. Und es kommt keine Meldung, dass er nicht abbaut. Wo bin ich jetzt hier? An der richtigen Stelle. Okay. Wir wollten hier nach Dingens gucken. So, hier gibt es einen Ausrüstungsdock. Das wollten wir uns jetzt erstmal angucken, wahrscheinlich. Da hinten ist es. Das war falsch. F brauchen wir. Ausrüstung gucken. Und hier gibt es Naonit. Okay, der ist ein Abwracker. Den wollten wir jetzt nicht unbedingt haben. Wir haben aber nur ein Naonit hier im Angebot. Aber wir müssten schon in der Gegend sein dann, ne? Ja. Das meinte der Thomas bestimmt. So, jetzt müssten wir nur gucken. Nee. Hier wollte ich hin. Ja, das Ausrüstungsdock sollten wir doch nochmal aufrufen. Die Karten sind nämlich noch das, was wir noch haben wollten. Erkunde Quadrantenkarte. Die können wir kaufen. 165, die nehmen wir jetzt mal mit. Warte mal, ich möchte gerne aber gucken, muss ich gedockt sein? Weiß ich nicht. Ich sehe nur das hier, okay. Jetzt nochmal da rein. Karten müssten ja eigentlich auch so gehen, ohne gedockt zu sein, oder? Nee, muss man doch für gedockt sein. Dann
Mit unserem Schiffchen jetzt hier, ja. Dann geht die Reise mal dahin, in der Hoffnung, dass wir das schaffen, dahin zu kommen. Ja, schneller geht's. Leider nicht. Aber wir haben wenigstens ein bisschen Energie dabei, die dann doch so gut funktioniert, dass wir bis dahin kommen. So. Habe ich die schon ausgewählte Station? Ja, kein Docking. Ah, jetzt kommen sie. So, mit dem Traktorstrahl daran und dann docken. Ausrüstung und Quadrantenkarte. Die haben wir jetzt gekauft. Dann sind wir verbessert mit denen unterwegs. So, jetzt möchte ich die Karte aber sehen. Hat sich da was getan? Nicht so wirklich, oder? Also ich glaube, das habe ich vorher schon gesehen. Oder war das jetzt hier unten die Karte? Ja, gute Frage, ne? Galaktisch Dunov? Ne, das ist eine andere Fraktion. Das ist zwar die gleiche Farbe, aber das ist diese. Okay, dann hat das jetzt 165.000 nichts gebracht. Da sind wir mit 0 rausgegangen, glaube. Das war jetzt nicht so dolle. So, angedockt sind wir noch. Gucken wir nochmal rein. Das war klar. Ein Naunita. Okay. Sonst sind keine R-Geschichten da. Hier noch was Interessantes. Geschütz-Soll-Soll-System. Ne, ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht. Bergbausysteme ist jetzt die Frage. Haben wir welche oder haben wir welche nicht? Wir können Gegenstände noch verkaufen. Dabei sind aber keine Bergbausysteme. Während das eigentlich ein relativ gutes ist. Ich weiß nicht, wir haben auch schon weiße noch, glaube, ne? Ich bin nicht gedockt, das läuft wieder gut, ne? Doppelt dann Abracker. Ne, einen Abracker wollen wir nicht. War gerade am überlegen, ob das neu ist, aber ist nix. Warte mal, mit den Karten gibt es denn da... Ach so. Südost. Es gibt aber... Tornetzwerk kann man da sehen, ja. Warte mal, habe ich die irgendwo geladen? Das muss ich erst gucken. Weil da steht aktiviert werden. Wo soll die denn liegen? Besatzung, hier ist das. Was ist das für ein Bergbau? Ungewöhnlich. Wir haben hier noch Erze drin, die müssen wir auch noch umwandeln dann. Okay. Hier ist das nicht gelandet. Ja, da müssen wir auch noch mal reingucken überall, ne? Ja, ich glaube, dann sind wir erstmal hier. Die Karte muss wohl automatisch gekommen sein, ne? Aber hat sie jetzt nicht so wirklich Südost was gebracht, oder? Sehe ich das falsch? Naja, vielleicht war es auch dieser Bereich, den wir gerade haben, aber das bin ich mir jetzt nicht so sicher. Gut, jetzt würde ich... Aber warte mal... Habe ich die gekauft? Das ist die nächste Frage, ne? Muss ich mir angucken. Jetzt werden wir erstmal gucken, dass wir ein Ressourcendepot kriegen, wo wir dann die Dingens, sag schon, abbauen. Die, ne? Rohstoffe, die wir hier im Dingens im Schiff haben. Das machen wir dann. Und dann würde ich aber auch sagen, machen wir erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich
fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.